meine jetzt 3 Tage lang oder so irgendwie nicht aktiv war. Erstens hatte ich Projektwoche. Nicht Projektwoche. Ich sag immer Projektwoche dazu. Was habe ich denn für Störungen in meinem Kopf? Ich meine natürlich Praktikumwoche. Ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt. Ich glaube, das heißt Arbeitswoche oder so irgendwie. Bin ich mir da nicht sicher. Muss ich den Daniel nochmal fragen. Und ja, da kann man sich halt denken, dass man erledigt am Ende dem Tag und man hat halt keinen Bock aufzunehmen, sagen wir so. Und ich hoffe, ihr könnt das verstehen, denn ich war auf der Bau, auf dem Bau und ja, auf dem Bau ist man dann doppelt so erschöpft. Man hört es vielleicht an meiner Stimme. Ich versuche so gut wie möglich rüberzukommen, dass ich nicht müde bin. Aber ich kann es ja nicht verleugnen, ich bin ja müde. Und was soll ich dazu sagen? Ja, dann bin ich jetzt gestern mit Motorrad gestürzt und das geht euch zwar nicht an, aber ja, jetzt habe ich euch wenigstens erzählt, dass keiner jetzt sagen kann, Buddy, nur weil du keinen Bock hast aufzunehmen, müssen wir dran leiden. Und ja. Gut. Dann haben wir das Haus jetzt auch so gut wie nicht fertig. Wir müssen das jetzt noch fertig verkleiden. Und so kann das ja nicht bleiben, ja, das sieht doch scheiße aus. Hier kommt ein Fenster rein. So. Ja, der Motorradunfall war eine heftige Sache. Ich kann ja hier mal ein paar Bilder anzeigen. Und es ist zum Glück nicht so viel passiert. Es sieht auch gar nicht so schlimm aus, aber es hat dann echt schon wehgetan in dem Moment. Und ja. Das haut sich scheiße aus, ich weiß. Das kann ich doch nicht so lassen, ey. Das sieht hieselig aus. Schon was Gescheites rein. Da mache ich halt eine Verkleidung drauf.